Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia 3. Ja, versuchen wir jetzt mal in dem Part Burke zu überzeugen mit unseren Manövern. Wie gesagt, im letzten habe ich schon gesagt, es wäre cool, wenn es sich steigert, an einem gewissen Punkt dann stehen bleibt und man macht dann einfach Fahrmanöver weiter. Aber wenn man eben keine macht, fällt es wieder zurück auf Null und ist nicht ganz so einfach. Das zählt ja überhaupt nicht mehr her, der Sensor. Was ist da los? Jetzt erst wieder. Haha. Ja, das bringt ja überhaupt nichts hier. Das geht ja so schnell zurück. Das ist schon ein bisschen. Gott, wie soll man denn das schaffen, ey? Das ist ja wirklich blöd gemacht. Boah, das geht so schnell zurück, ey, ich da wieder auf Tempo komme. Das ist ja sehr Mist. Also, das muss ich sagen, das stört mich jetzt schon sehr. Also,
Kannst ja tausendmal hier rumfahren, ey. Vor allem geht das so schnell zurück. Ja, das ist total sinnlos. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das. Ja. Und dann wertet das doch gar nicht richtig. Krasser Sprung, Kollision. So wenig Punkte. Oh, 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 Vorsicht. Ja, wie soll ich den da überzeugen, ey? Das ist ja. Ja, ich wollte gerade sagen, dass man normalerweise schon fast tot. Mein Gott, die Telefonzelle, was halten die aus? Ich habe es maximal bis zur Hälfte jetzt vor uns geschafft, aber im letzten Part meine ich. Wie gesagt, sollte das hier nicht funktionieren, dann werde ich das mal offline probieren. Reißt du das Maul nicht mehr so weit auf, was? Dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Fahr wie ein Irrer. Fahr gefährlich, um Birk zu beeindrucken. Wie soll ich denn den beeindrucken? Was ist da Quatsch? Gott. Hart abbremsen, seht ihr? Uns hat nichts gewertet. Ist doch Mist. Nichts gewertet, ja? Nichts gewertet. Ja, ist ja kein Wunder, dass man das nicht gewinnt. Jetzt kommt ein bisschen was, jetzt ein bisschen was. Ja, kommt nix. Oh, was war das jetzt?
Schön ist wieder zurück. So muss man Birk beeindrucken, ey. Das ist schon ein bisschen schwach, ey. Also, muss ich. Was soll ich denn hier noch machen, ja? Boah. Sorry, Leute. Ah, schon wieder. Einsatzgebiet. Schade, schade, schade. Knapp daneben. Na komm, driften. Oh, das war jetzt ziemlich gut. Und schon ist wieder weg hier, der Mist. Wow. Kauf dir eine verdammte Brille. Ja, ist okay. Boah. Ja, die Sache ist. Mann, das war jetzt fast noch besser als vorher, aber trotzdem. Oh shit. Achtet gerade an alle Einheiten in der Umgebung von Iron Point. Wir haben ein Zündungsdelikt in der Gegend, falls jemand Zeit hat. Falls jemand Zeit hat. Krasser Sprung, das war ja wohl ein Witz. Mensch, Berg. Oh shit. Ach, das ist doch. Sorry, aber ich muss hier so einen Mist machen. Oh, das ist doch so. Also echt mal, Leute, ey.
fahre wie ein Irrer. Ich mache ja schon jeden Mist hier. Es müsste einfach viel länger anhalten bis zum nächsten. Ja, das zählt einfach nie. Oh. Na komm. Oh Gott, Mann. So. Oh Gott. Ach, so wenig bringt der Sprung los. Er ist ein Witz. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. Oh. Mein Gott, Burke, ey. Genau, Schluss mit dem Gezappel. Mann, Burke, ey. Es dauert deshalb so lange, weil er so besoffen ist, der Typ. Komm schon, Burke. Lass dich doch mehr beeindrucken. Wow, 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 wow. Bomb. Oh. Oh Gott. Yeah. Mission gescheitert. Komm zurück, du Affe. Du hast Burke getötet. Naja, das ist doch auch was. Ohne Thomas Burke war Lincolns Krieg gegen Selma Kano bereits zu Ende, bevor er richtig... Lincolns aufgedunsenen Leichnam fand man ein paar Tage später im Fluss. Ach, also Burke, das ist richtiger Mist mit deinem Beeindrucken, ey. Von mir aus suche ich jemanden auf, finde den, gib den einen Headshot. Das ist alles kein Ding, aber sowas hier und vor allen Dingen dann geht's wieder runter auf Null, wenn du nicht ständig irgendeinen Mist machst. Also, was ist das für ein Quatsch? Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Fahre wie ein Teufel, ne? Ich fahre richtig krass, Mann, so wie ich im Alltäglichen auffahre und. Burke ist völlig unbeeindruckt, ey. Was ist denn da los? Was hat denn der von Zeug reingeschmissen? Ja, wir werden es irgendwann schon knacken. Wie gesagt, wenn es nicht mehr im Let's Play drin ist und Burke ist dann ein Partner von mir,
ein Unterboss zu mir als Big Boss, dann habe ich das offline geschafft. Mit 1000 Übungsstunden. Tja. So, hier ist das nochmal. Fahr wie ein Irrer. Du musst Birk überzeugen. Birke nenne ich den jetzt, weil er so ein Mist sich ausdenkt. Dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite, verführe waghalsige Springer und mache ihm klar, wie ernst es dir ist. Rutsch rüber oder ich helf nach. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Der Nigger oder der Mick? Findest du das Gaspedal noch, du verfluchte, dämliche Pfeife? Fahr ich jetzt einfach. Komm schon, Birk. Oh Gott. Geschwindigkeitsübertretung. Komm schon, Birk. Lass dich überzeugen. Mein Gott, ey. Oh. Mann, das so schnell geht das zurück, ey. Das kotzt mich an. Das ist doch Mist, ey. Oh, Einsatzgebiet. Meine Güte, ey. Hart bremsen, ja. Bowl. Allmächtiger. Oh, die Bäume. Was sind das für Bäume? Ach, das ist doch Mist. Mist, Mist, Mist. Oh Gott, ich hoffe, die lassen mir das hier nicht an mit den Leuten. Ha. Fast ein Auto gerammt. Man, hier muss es doch einen Trick geben, wenn es ein bisschen schneller geht und anhängt, feststeht. Wow. Oh.
Na komm schon, das muss irgendwann mal klappen. Was ist denn los? Oh Gott. Ja, komm schon, Mann. Ich geb mir Mühe. Uff. Na komm, werte doch. Oh Gott. Nein. Oh shit. Ach Mann, das war jetzt so gut wie noch nie und jetzt ist schon wieder vorbei. Komm schon. Ah, boah. Komm schon, Berg. Ach komm, das war doch voll, ey, ihr blöden Typen, ey. Sowas hasse ich an Spielen, wenn du eigentlich fertig bist und das zählt nicht, wie bei Bossgegnern. Wenn der eigentlich schon tot ist, dann hat er noch 5000 Leben extra. Das ist so eine Scheiße. Geschafft, na endlich, ey. Ich hab's kapiert, du Mongo-Wichser. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Halt und steig aus. Gott sei Dank. Wir haben es doch geschafft, Leute. Ich bin so froh. Dann reden wir über das Geschäft. Berg, du Wichser, ey. Das muss ich jetzt mal sagen, ey. Okay. Boah, bin ich froh, ey, dass wir das jetzt noch im zweiten Part geschafft haben. Also. Wenn du abhaust, abgeschlossen. A Nation Once Again. Story-Auftrag freigeschaltet. Okay, cool. Wenn du abhaust, Birk hat sich bereit erklärt, dir bei der Ermordung von Marcano zu helfen. Naja, ist doch cool. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Gut, jetzt sollen wir Birk, also die Birke, ne? Darf ich nie vergessen, Birke nennen, wegen seiner blöden Aufgabe. Werde ich aber mich jetzt nochmal auf den Weg machen zu Vito, sodass wir hier ungefähr mit Birke und Vito denselben Rahmen haben. Alles Spaß, Freunde, alles Spaß. Ne, ich mein's ernst, alles Spaß. Geh zu Vito. Oh shit, ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Sorry, Leute. Ich wollte eigentlich rennen. Falsch gedrückt. Ich habe eine Frau und Kinder, bitte! Das ist einfach der falsche Zeitpunkt, um wegen einer Gehaltserhöhung zu fragen. So schlecht wie der Markt ist, habe ich Glück, überhaupt einen Job zu haben. Vielleicht nächstes Jahr. Steht hier nicht drum rum! Rennt weg! Okay, wie gesagt, jetzt habe ich den Trick ja selber rausgefunden. Man muss wirklich nur am besten, ja, schlangenförmig fahren und knapp fahren. Dann klappt das schon schneller. Eher mal, meine ich. So. Ist der hier? Gut, die sind ja alle zu. Baseball, Football, Boxen. Ich sag's dir, die haben das alles übernommen. Ja. Ich hab dir nichts zu sagen, Digga. Tag. Okay, Creole King Hamburger. Und ja, dann geht's dann mit dem nächsten Part weiter. Bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Mensch, Birke. Bis zum nächsten Mal, Freunde.